erschossen, falls das gegangen sein sollte. Wir haben keine Genehmigung, kein Konvoi, kein Waffenstillstand. Wir fahren jetzt zurück und zwar sofort. Wir sind fast da. Hast du nicht gehört, was der Typ gerade gesagt hat? Wenn wir in der Scheiße stecken, hilft uns keiner. Don't slow down. Don't stop. Just keep driving. Weiterfahren. Voll in die Ziegen rein. Ey, was soll das? Da oben! Ah! Der Hälfte! Bist du noch ganz dicht? Hast du den Typ nicht gesehen? Es war ein Sniper. Du kannst doch nicht einfach alles überfahren, was dir im Weg ist. Das war eine scheiß Ziege. Ach, wenn das die scheiß Hirte gewesen wären? Ist ja lieber, die hätten auf uns geschossen. Wer? Weiß ich doch nicht. 200.000 Quadratkilometer Wüstenausgrenzung. Hier muss der Typ mit seiner Scheißherde aufkreuzen. Der Typ lebt hier. Die kann ihm die Straße fahren, wo er will. Das war ein Hinterhalt. Kapierst du das nicht? Letzten Monat haben zwei japanische Journalisten angehalten, weil irgend so ein Opa seine Ziege über die Straße führen wollte. Weißt du, was passiert ist? Ja, du hast deine Ziegen überfahren. Warum fahren wir denn nicht auf der Autobahn, ne? Und ohne Konvoi mit durch die Wüste. Kannst du mir das mal erklären? Wir sollten uns beruhigen, bitte, ja? Oben in den Hügeln, da war was. Das habe ich auch gesehen. Es ist ja nichts passiert. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Ich komme wegen Ihrer Schwester. Sie tut, was sie tun muss. Es ist Raisas Entscheidung. Das sagen Sie so einfach? 2 Wochen, nachdem Sie Ihren Vater verloren haben? Raisa ist Ihre einzige Schwester. Sie ist eine Al-Baydari. Die Ateba haben ihr Opfer akzeptiert. Und somit gibt es keinen Krieg. Sie opfern Ihre eigene Schwester wegen irgendeiner kleinen Stammesfehde? Für Sie mag es eine kleine Stammesfehde sein. Für uns aber geht es um Leben oder Tod. Khalid, Ihre Schwester ist irgendwo da draußen in der Wüste, um sich umzubringen. Und alles, was Sie tun müssen, um es zu verhindern, ist, den Befehl dazu zu geben. Damit jeder in der Wüste weiß, dass mein Wort nichts wert ist? Nein. Damit Sie für den Rest Ihres Lebens halbwegs ruhig schlafen können. Und Sie? Können Sie halbwegs gut schlafen? Oh, ich schlafe hervorragend. Weil wenn unter meiner Obhut jemand stirbt, dann nur, weil absolut nichts mehr zu machen ist. Und wenn ich so wäre wie Sie, so aufgeklärt, so vernünftig, hätten Sie dann keine Angst, dass Sina sich für mich entscheiden würde? Was hat das denn mit Raisa zu tun? Aber um Ihre Frage zu beantworten, ich habe Angst. Ich bin tausende von Kilometern hierher gereist, aus Angst, Sina zu verlieren. Aber wissen Sie, wovor ich noch mehr Angst habe? Wovor? Dass da draußen ein Mensch stirbt, den man retten könnte. So, meine sehr verehrten Fahrgäste, bitte festhalten. Und 1, 2, 3! Ausgerechnet du? Teufel werde ich! Komm hier nie wieder mit dem afghanischen Asylrecht. Nie wieder! Trotzdem danke. Ah, Hauptwachtmeister Schröder. Gut, dass Sie da sind. Ich weiß jetzt, wo die Bombe ist. Sie sind verhaftet wegen Hausfriedensbruch. Habt ihr nicht gehört? Ich hab gesagt, ich weiß, wo die Bombe ist. Nee, das hab ich ja verbrochen. Das ist Freiheitsberaubung. Ich sag nur, Hausfriedensbruch, Erregung öffentlichen Ärgernisses, Widerstand gegen die Staatsgewalt und dann noch das Zeugs aus dem Haus, Verstoß gegen das Persönlichkeitsrecht. Sag mal, hast du gestern Nacht schon Jura studiert? Hier, dieses Zeug muss dringend sichergestellt werden. Was? Sag mal, riecht's hier nach Pizza? Das ist Olivenöl. Also pass auf.
Das sind zwei Kanister, ein grüner und ein blauer, im Keller von diesem islamischen Zentrum. Wenn du da runterkommst, ist links eine Wand mit Graffiti. Ganz am Ende, auf dem Boden, neben der Tanzfläche, steht das Zeug. Du bist sicher, dass das kein Spülmittel ist? Isco, ich verlasse mich auf dich. Irgendjemand muss in diesem Saftladen doch das Sagen haben. Wo ist denn hier der Chef? Oh. Sind Sie der Chef? Das ist der Chef. Sie haben hier das Kommando? Ja. Maler, ich bin jetzt da. Mit Ihnen würde ich gerne mal ein Wörtchen reden. Moment. Seit Monaten wird meine Tochter hier schamlos aussehen. Oh. Ohne auch eine Bezahlung. Papa! Ich stehe darauf, wir sind doch. Papa! Maler, ich bin sofort da. Oh. Das Arbeitsrecht, das Gleichstellungsgesetz wegen Frauenfeindlichkeit und Verstoß. Ah. Ich bin noch nicht fertig. Maler, unterschreibe ja. Ganz ruhig atmen. Einfach ruhig atmen. Wir können gehen. Platz da. Wir brauchen zwei Geburtszimmer, zwei Hebammen, zwei Anästhesisten und mindestens einen Chefarzt. Vorsicht, Spätgebärender. Sind Sie verantwortlich? Ich übernehme mal, ja. Keine Angst, Mädchen. Also, ich brauche keinen Mehlschreiber. Das Ziehen ist auch komplett weg. Ich kann ihn jetzt wieder nach... Sabine. Wie fühlst du dich? Geht so. Eigentlich müsste es schon viel weiter sein, Sabine. Arbeit, für meinen Geschmack bin ich weit genug. Und? Wie läuft's hier? Wer? Ich habe doch das Frühstück mit dem Staatssekretär verabredet. Wie oft haben wir dem schon abgesagt? Zweimal. Gott, einmal geht noch. Hallo? Ah, Professor Esser. Ja, ich weiß, Dr. Kiss ist schwer zu erreichen, aber Sie stehen ganz oben auf seiner Rücklaufliste. Hubert. Ach was. Für dich hab's doch immer Zeit. Also das kleine Problem können wir doch am Wochenende klären, oder? Deine Tochter hat ungefähr den gleichen Stab wie meine. Verbinden wir mal die Vaterpflicht mit dem Nützlichen. Mein Handy. Kinderkram. Weiter. Walz gegen Clement. Haben das alle durchgelesen? Ellie, bitte nicht während der Teamsitzung. Schramm gegen Dr. Frank. Wer ist denn der Anwalt? Respekt. Maria zieht ganz allein gegen uns ins Feld. Ihr alle kennt Maria und ihre Qualitäten. Dieser Schramm ist ja wohl jetzt alleinerziehender Vater. Sorgt dafür, dass das Jugendamt ihm auf die Finger guckt. Wir setzen Maria von allen Seiten unter Feuer. Aber alles, was Maria kann, weiß sie von dir. Und jetzt in ihrem Zustand, die hat doch keine Chance. Genau. Maria ist ein Trüffelschwein. Die findet immer was. Wir müssen besser sein. Und schneller. Wartet ihr noch? Gisela, stell dir vor, die Welt geht heute Abend unter. Willst du sterben, ohne die Wahrheit zu wissen? Sie sind ein Idiot, das ist die Wahrheit. Du hast recht, ich bin ein Idiot. Aber man täuscht sich in vielen Dingen. Nehmen wir zum Beispiel dieses Taschentuch. Was steckt dahinter? Meine Glücksmünze hat dir nicht gefallen. Wie wäre es denn damit? Meiner Mutter gehört das Taschentuch. Oh.
Cocktailstunde.